So Freunde, hallo, grüß euch, ich bin's wieder mal, Micha. Bin noch mal unterwegs. Heute mal nicht zu irgendwelchen zerfallenen Gebäuden, sondern in die Natur. Ich finde mich hier gerade beim Lübecker Oberförster, hier im Hintergrund zu sehen. Da ist auch Waldkindergarten der Landwege. Ja gut, und hier bewege ich mich jetzt mal Richtung, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es gibt einen See zwischendrin. Ich glaube, das nennt sich sogar Teufelsmoor, wie das so, was sich alles nennt hier. Wenn nicht, werde ich das korrigieren. Das schreibe ich euch dann nochmal. Okay, und will ein bisschen fotografieren. Mal gucken, wie die Stimmung ist. Ein paar Wolken haben wir. Okay, und dann gehen wir mal los. Mal schauen, was sich an Motiven bietet. Okay, wenn ihr Bock habt, dann seid dabei. Kommt mit. Jetzt geht es erstmal in die Richtung. Ja, mal schauen, heute ist einigermaßen das Wetter und da dachte ich mir, gehe ich noch mal ein bisschen los und mache noch ein paar Fotos, versuche ein paar zu machen. Die Lichtstimmung könnten passen, Sonne scheint ein bisschen und scheint so ein bisschen durch die Bäume durch. Mal sehen, wie es gleich am See ist. Ja, und dann gucken wir mal, von da aus dann vom See gibt es dann, nennt sich Pallinger Heide. Da gehen wir auch mal hin. Und dann geht es wieder zurück. Mal sehen, ob wir was finden. Wir sind gespannt. Okay, wie gesagt, bleibt dabei. Die Richtung geht's. Auf wie. So, hier geht's mal rein. Dahinter müsste der See irgendwo sein. Ich weiß nur nicht, ob ich hier durchkomme. Wir versuchen es ganz einfach mal. Dann kommen wir mit her. Ich meine, ist ja schon mal was getrampelt worden hier. Vielleicht ist das von diesem Kindergarten. Ja, ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Aber irgendwo hier hinter muss dieser See sein. Vielleicht geht es hier weiter. Wir schauen mal. Ist ja doch ein bisschen matschig hier. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Wir versuchen es. Obwohl, der Weg schlägt eigentlich schon wieder in eine andere Richtung ein. Eigentlich in eine ganz falsche Richtung, wenn ich das richtig sehe. Weil der See ist da hinten zwischen. Kann man vielleicht auch sehen. Okay, das ist falsche Richtung. Gehen wir wieder zurück. Ich dachte, man kommt von der Seite vielleicht mal dran. War nicht so. Ich melde mich später wieder. Die ganze Gegend ist ja natürlich schon hier so ein bisschen Moorgebiet, Sumpfgebiet, wie man hier sieht. Ja, und jetzt hier die Sonne so ein bisschen mehr durch. Jetzt kriegt man noch ein paar ganz schöne Bilder. So, jetzt kommen wir zur Lichtung. Sonne. Ja, von vorne wie gehabt. Ja, heute ist der 11.01. Und wie man hier sieht, schon noch ein bisschen schattig. Zumindest mal hier im Wald. Ansonsten haben wir, glaube ich, so 3-4 Grad, ne? Wobei das auch schattig ist. Gucken hier. Hier sind so kleine Pfützen hinten dran. Ja. Wir gehen mal gucken. Ah, da. Scheiße. Der Fischreiher macht sich gerade vom Acker. Feigling. Ich glaube, ich noch ein bisschen bleiben dürfen. Mal guck. Ist doch ein bisschen Eis drauf hier. Hauchdünne Schicht Eis. Na, jetzt versuchen wir da mal so ein Bildchen zu machen von der Ecke da, oder? Ja, der Eichel her. Die Polizei des Waldes, sagt man. We'll be right back.
Gut, okay, wir hauen wieder ab hier. Das war der erste Einblick. Ja, so, siehst du, sind ein Stück weitergekommen. Finden Sie, wie man sieht, beim Lübecker Sport- und Naturistenverein. So, also ein, zwei Bögen hier, 200-300 Meter. Dann sind wir gleich in der Pallinger Heide. Weil es noch frisch, der Daumen wird langsam kalt. So, das ist nicht der direkte Weg zu den, zur Pallinger Heide, aber vielleicht geht es hier zur Schwedenschanze, die sich ja auch hier im Wald befinden, die ich aber heute nicht mehr so besuchen werde. Wobei, wenn ich mir das hier angucke, gehört das bestimmt auch dazu. Eigentlich kenne ich mich hier ganz gut aus, aber hier war ich jetzt auch noch nicht den Weg. Mir ist bis jetzt noch nie aufgefallen. Ja, da hinten durch, wenn man da durchguckt, kann man ja schon ein bisschen von der Pallinger Heide sehen. Das weiß ich nicht, ich gehe noch ein bisschen vorne an die Kurve. Vielleicht können wir von da aus dann rüber. Gibt es einen Weg, den offiziellen? Wenn nicht, gehen wir zurück. Aber das gehört zu den Schwedenschanzen dazu hier. Guck mal, wir können ja hier jetzt. Wir gehen jetzt mehr runter hier. Da sieht aus, wenn da so ein kleiner Weg durchgeht. So, die Frage ist natürlich bei den Bäumchen da, nehme ich ihn jetzt, ich drehe mal, nehme ich das Bild jetzt so, dass ich den Baum so ein bisschen an den Rand setze, oder setze ich ihn mitten rein? Ja, die Pallinger Heide. Blüht natürlich nicht mitten im Winter, auch klar, aber hat ja was. Da steht die Kamerachen und nimmt uns auf. Ja,
ja, laut meinen Recherchen sind wir jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, angeblich will ich zum Wesloher Moor, nix Teufelsmoor. Na gut, macht ja nichts. Okay, und das geht da lang. Auf geht's. So, hier sind wir eben abgebogen. Da rein sind wir vorhin gelaufen. Da rein. Kleinen Haken geschlagen. So, gut, hier geht's jetzt zurück. Okay, ich melde mich gleich wieder vom Wasser. Oder sollte was Interessantes kommen, noch zwischendurch. So, und hier versuche ich jetzt gleich mal ein paar Bildchen zu machen und mal schauen, was daraus wird. So, das hat sich ein bisschen zugezogen jetzt. Müssen wir mal gucken, ob man von der Stimmung her, also wie sagt man, moody heißt das ja heute alles. Mal von der Stimmung her mal so ein paar moody Pictures schießen können. So, wir nähern uns dem, wie wir mittlerweile festgestellt haben, dem Wesloher Moor. Bisschen babbig hier. Und tief. Scheiße. Na gut. Aber ist doch schön, oder? So eine Moorlandschaft. Kann man eigentlich auch mal schöne Fotos machen, wenn man so da ins Wasser rein fotografiert. So halb, halb, ne? Halb das Wasser, den Schatten, die Spiegelung und das Original. Werden wir vielleicht gleich nochmal machen. Aber erstmal geht's weiter. Die Gelegenheit wird noch mehr kommen. Ich glaube, das ist der, den ich gerade von der anderen Seite gesehen habe. Wo dann hier welche Tierchen durchgelaufen sind, die ich leider nicht aufs Bild bekommen habe. War auch zu weit weg. Okay, wir müssen jetzt hier gucken, dass man hier drüber kommt, ohne auf die Fresse zu fliegen. Da sieht man den Wald vor lauter Birken nicht, ne? So, wir haben es versucht. Weiter geht's. Naja, gut. Ich sehe schon, hier müssen wir noch mal ein bisschen fotografieren. Aber ich zeige es euch schnell. Hier. Da hört ihr den Adler wieder. So, was haben wir hier noch? Da, hier hat einer sein altes Motorrad abgestellt. Hier machen wir dann noch ein paar Bilder.
So, jetzt hier der Baum, der so in den Himmel ragt, da. Mal ein Foto machen. So, habe ich jetzt mal fotografiert. Einmal von hinten scharf und einmal hier vorne diese Äste scharf. Also versucht habe ich das, wir werden sehen. Also praktisch. So wie jetzt beim Filmen. Äste vorne scharf. Und jetzt mit dem Versuch hinten scharf. So, davon ein paar Bildchen machen. Versuchen. Mit einer moody Stimmung. Bisschen Struktur haben wir in der Wolken drin noch. So gut, dann hauen wir wieder ab. Und wir gehen ein Stück weiter. So, das war's jetzt wirklich. Jetzt geht's weiter. Beziehungsweise zurück zum Auto. Bisschen durch die Matsche hier. So, da ganz hinten am Ende, wo das hell ist, da führt eine Straße lang. Ich wackel ein bisschen, ich weiß, es ist ziemlich angesucht. Habt ihr gesehen, gerade ein Auto vorbeigefahren. Das ist die Straße so von Schludup Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Freunde, das war's. Bin durch, bin gleich wieder beim Auto. Hab versucht, ein paar schöne Fotos zu machen. Hab's euch immer gezeigt, wo ich was fotografieren wollte. Vielleicht nicht jedes Foto, aber immerhin. So, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Und wenn ja, dann wie gehabt, immer mal gerne einen Daumen hoch. Und auch gerne einen Kommentar dazu schreiben. Okay, das war's. Ich mache mich jetzt ans Auto. Ich fahre wieder nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland oder von, wie gesagt, sonstigen Locations. Ja, meine Urlaubswoche ist demnächst vorbei. Dann geht es wieder auf die Arbeit. Mal gucken, ob ich dann wieder ein bisschen Zeit finde. Auch da nach Feierabend. Aber nach Feierabend ist ja meistens alles durchster. Hilft dann ja nichts. Aber gut, man kann ja auch mal bei Nacht was machen. Okay, wie gesagt, macht's gut. Gerne einen Daumen hoch. Bleibt gesund und entspannt. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ciao, ciao.